Die Kreislaufwirtschaft funktioniert nur mit Daten. Was meine ich konkret damit? Naja, der Entsorger muss ungefähr wissen, was er für ein Produkt zu entsorgen hat, was da drin ist, wie das vielleicht auch die Bauteile einzeln gefügt sind, ja, um das Gut wieder verwerten zu können. Ja. Gleichzeitig muss der Produzent wissen, wie gut kann denn das recycelt werden, was ich letztlich hier produziere, ja, um dann entsprechend vielleicht auch das Produktdesign kreislauffreundlicher machen zu können. Ja. Also müssen wir diese Informationen zusammenführen und den entsprechenden Akteuren auch zur Verfügung stellen. Und da sind wir dran, in mehreren Projekten auch schon, zum Beispiel mit dem sogenannten digitalen Produktpass. Das kann man sich vorstellen, ja, im Prinzip wie so ein Pass bei Menschen. Ja. Wenn man verreisen will, hat man einen Pass, wo dann die Informationen zu einem drinstehen. So ähnlich ist es auch beim Produkt. Und so können alle dann auf diese Informationen auch zugreifen und sich die rausziehen, die gerade für sie wichtig sind.